22. Dezember. Die Masken fallen. Holmes, Watson und der dicke Poirot. Sollten damit die drei Fragezeichen gemeint sein? Zur Klärung des Falles bittet der erste Detektiv alle Pensionsgäste in das Kaminzimmer. Türchen 22. Die Masken fallen. Irgendeine Musik. Spieluhrmusik. Mhm. Ja. Mit dabei Oliver Hecke und Thomas Freitag. Guten Abend. Hallo. Und natürlich ja. Benjamin Kasper. Oh, danke. Das ist sehr nett, dass auch der gegrüßt wird, der die anderen vorstellt. Das machen wir, glaube ich, fast nie. Selten. Ja, deswegen, die Leute denken immer, wer ist denn der andere, der Tolle, der moderiert? Das ist so geil. Ja. Dass wir das bin ja meistens ich. Aber wir ziehen das wirklich immer wieder durch, ne? Dass wir immer wieder darauf hinweisen, dass wir keine Begrüßungen kriegen. Ja, das machen wir jetzt schon seit 2 Jahren. Ja, und seit 22 Türchen. gut, wir sind Türchen 22 und der letzte Stand war, welcher, Thomas? Das Kind ist weg und Justus interessiert es nicht. Ja. Genau, denn seine Aussage war auf Bobs Frage, was machen, wie reagieren wir denn jetzt auf die Entführung? Sagt Bob, Justus gar nicht. Und er fragt nochmal nach und dann nochmal, gar nicht. Also Türchen 22 fand ich auch wieder sehr anstrengend, muss ich sagen. Das wird jetzt wirklich immer mehr. Jetzt wirklich nur noch das Nötigste notiert, weil jetzt kommt halt so ein typisches Agatha Christie, alle in einem Raum und... Was ich sehr mag. Das kommt Schlimme drauf war, an. Ich fand ja alles nötig, weil ich nicht wusste, welche Information ist jetzt hier wichtig und welche nicht. Wo ich zum Beispiel mag bei Inspector Clouseau und der Beste war bei Interpol. Kennst du das, Thomas? Nein. Da gestern schon drüber gesprochen. Ach echt? Ja. Gut. Also es fängt damit an, dass die drei Fragezeichen Stellung vor dem Weihnachtsbaum im Kaminzimmer beziehen. Nur das Nötigste aufgeschrieben, ja. Während alle drumherum sitzen und manche gucken neugierig, manche gucken misstrauisch, manche gucken aggressiv, andere gucken gelangweilt. Und mit diesem Mix aus Emotionen setzt Justus an, ergreift das Wort. Justus dankt zunächst für die Geduld und stellt sich und seine Kollegen als Detektive vor. Und jetzt kommt einer jetzt der besten Witze. Mach ihn bitte, komm, mach ihn. Nein, der Olli darf ihn machen, weil Olli war gerade dabei. Ich weiß genau, was du meinst, aber ich habe es mir nicht aufgeschrieben, genau. Irgendwas mit Sherlock Holmes. Thomas, Justus sagt, danke, dass Sie alle gekommen sind. Wie Sie ja schon mitbekommen haben, sind wir Detektive und wir wurden von den Fergusons damit beauftragt, hier den Fall zu übernehmen. Und dann sagt Jerry, der Journalist, Holmes, Watson und der dicke Poirot. Und Peter sagt, sehr witzig. Ich musste sehr lachen. Bob sagt auch irgendwas. Oder so, keine Ahnung. Justus erzählt, stimmt, das passt zu Bob. Genau so macht er das ganz oft. Der Andreas Fröhlich, der gute Sprecher. Na gut, Benjamin. Justus erzählt, dass die Fergusons mal im Fokus standen. Also als Hauptverdächtiger. In der Zeitung? Kommt immer jetzt, nicht so schlecht. Aber deutlich gegen ihn der Verdacht spricht. Peter fängt an, vom Besuch aus dem Internetcafé zu berichten. Einer der Gäste sagt, also im Kaminzimmer, langweilig. Rasend interessant. Das fand ich witzig. Ja. Justus sagt, dass die Ergebnisse alles in einem anderen Licht erscheinen lässt. Er wird gefragt, wie jetzt dadurch Avery gefunden werden kann. Was? Olli, mach du weiter. Ich weiß gar nicht. Ich habe jetzt bei mir steht als nächstes, kommen wir nun zu Ihnen, Jerry. Nein, dann mach ich's nochmal. Okay. Also, Peter fängt an, vom Besuch aus dem Internetcafé zu berichten. Und einer von den Gästen, ich sag immer Gäste, Kaminfeuer-Menschen da, sagt, das ist rasend interessant. Das sind Gäste, Benjamin. Ach, deswegen.
Das sind ja Gäste. Ich denke immer, diese Gäste vom Kaminzimmer. Ich weiß nur, Thomas wird sich für das morgige Türchen wieder ein bisschen besser vorbereiten. Nein, einer fragt, wie jetzt dadurch eigentlich Avery gefunden werden kann. Ja, wer war darauf, denn das? Darauf geht er ja gar nicht ein. Ja, wer war denn das? Mann, wer das ist denn der Avery? Sohn, der von der Deborah, der Köchin, entführt wurde. Genau, dann sagt Justus nämlich... Also von dem Krampus. Genau, dann sagt Justus, dass alles ineinander greift. Sie müssen jetzt noch kurz abwarten. So, pass auf. Jetzt zunächst jedoch... Oh, Entschuldigung. Ja, pass auf. Der Krampus, also oder der Drahtzieher dahinter, habe Jerry gezielt in die Pension mit einem Gutschein gelockt. Also damit beginnt er jetzt seine Erzählung, nachdem gefragt wurde, was ist denn mit dem Kind? Alles zu seiner Zeit, Jerry. Sie wurden doch hier einfach nur hingelockt, Sie als Journalist. Das ist doch wohl kein Verbrechen, oder? Genau, weil er sollte die Attacken vom Krampus brühwarm in seiner Zeitung berichten. Allerdings hat Jerry bislang mit seiner Redaktion keinen Kontakt aufgenommen, da es ja in dieser Pension kein Internet gibt und er davon abgesehen hat, nach Crystal Pines zu fahren, wo sich die Redaktion wiederum befindet, weil er wollte nämlich weitere Attacken auf keinen Fall verpassen. Ja, er sagt, das stimmt. Genau. Finde ich witzig, dass er alles so, ja, richtig. Ja, hast du recht, stimmt. 100 Punkte. Und Justus fährt fort, dass die drei größten Hindernisse, die drei Jungen ja selber waren. Habt ihr das so empfunden? Nee, tatsächlich nicht. Ich habe eigentlich das Gefühl, dass ich dachte, dass Jerry alles mitbekommen hat. Also, ja. Um es kurz zu Ende zu führen, damit die verstehen, worüber wir reden, weil die drei haben ja eigentlich immer alles schwul, laut der Aussage jetzt, alles schnell vertuscht, bevor Jerry das überhaupt mitbekommen konnte. Genau, die haben Stillschweigen bewahrt und deswegen hat er nie was von den Ereignissen überhaupt mitbekommen. Und dann sagen sie, glaube ich, auch so, ja, der Täter, der... Täter wahnsinnig gemacht haben. Genau, der hat ja nie irgendwie was mitbekommen. Darum musste er halt diesen großen Kracher inszenieren, die Entführung eines Kindes, einen Rauen geht durch die Runde. So, und wisst ihr, was schön ist? Wir können jetzt eigentlich den Podcast hier beenden, denn Justus Bitte. Spricht jetzt direkt Audrey an und sagt, ja, sie waren für uns ein spezial gelagerter Sonderfall. Oh Gott, ich habe es mir tatsächlich notiert, weil ich dachte, nein, was ist das? Ja, ich lese ja wirklich die Bücher und da kommt es fast in jedem Buch vor mit dem spezial gelagerten Sonderfall. Thomas? Stimmt zwar nicht, aber ja. Ich greife mal die Geschichte wieder auf. Denn ihre Geschichte mit dem Freund ist gelogen. Trotzdem hat sie auch sie nichts mit dem Krampus zu tun, sondern macht hier ihr eigenes Ding. Sie konfrontieren sie mit den Ermittlungen, wo sie auf einem Foto als Jurymitglied mit ihrem Mann Dodge zu sehen ist. Ich und, muss lachen bei Dodge. Und um sich ein Urteil über die Cornflake Lodge zu bilden, hat sie sich hier als Gast inkognito eingemietet. Also sie ist eine Hotelkritikerin. Genau. Und hat sich dort eingemietet. Und jetzt ist eigentlich ganz lustig. Sie hat natürlich die keifende Alkoholikerin gespielt, um sich überall auch in den Räumen umsehen zu können, wo nun nicht jeder Gast hinkommt. Weil als verwirrte Alkoholikerin kauft man ihr natürlich locker ab, dass sie sich gerne mal verläuft. Genau, davor wurde noch kurz gesagt, dass nochmal, wie hoch der Preis war, weil das kommt nachher nochmal vor, $25,000. Und im Hintergrund... seine Pendeluhr zu hören. Die, ja, wunderschön. Die weißen Stoffhandschuhe übrigens, die Bob an ihr beobachtet hat, die dienten dazu, um die Pension auf Schmutz und Staub zu überprüfen. Justus flüstert jetzt in der allgemeinen Aufregung um Audreys Identität jetzt zu. Bob. Na Moment mal, lustig finde ich hier noch, die konfrontieren sie jetzt mit allem und wie du auch gerade sagst, mit dem, außerdem konnten sie mit dem Verhalten ausloten, wie die Fergusons mit schwierigen Gästen umgehen. So, sie hat jetzt alles gesagt und sie, ja, so ist es. Ja, wie Jerry eben. Ja, also es sind leichte Gegner, die die drei Fragezeichen diesmal haben. So, und jetzt kommt es, Justus. Genau, weil wahrscheinlich findet Bob das auch so widerlich, dass er kotzen muss, weil er entschuldigt sich, er müsse mal wohin. Genau, und Justus flüstert nämlich, jetzt kannst du kotzen, Dritter. Genau. Bob, ja, ich muss Sie mal... Sie widern mich alle an. Ja. Bob verlässt jetzt den Raum und Justus und Peter machen weiter. Genau, sie führen weiter aus. Sie haben ja mitbekommen, dass die Snowflake Lodge unter den letzten beiden Finalisten sich befanden. Da haben sie ihre weiteren Ermittlungen angesetzt. Ich hab dich unterbrochen, sorry. Jetzt hast du weitergemacht, jetzt darfst du weitermachen. Achso, ja. Auf der Homepage... des anderen Finalisten, Santa's Cottage, oh Gott, Santa's Cottage, ich kann es nicht aussprechen, Santa's Cottage, Weihnachtsmannlager, da stießen sie auf die Elfenbäckerei. Jetzt offenbart Peter, dass ihm ja das Logo der Bäckerei sehr bekannt vorkam. Er hat es als Magnet in Corys Geländewagen gesehen. Jetzt muss ich auch wieder ein bisschen lachen, weil okay. Die Gäste jetzt alle machen so wo ich so denke, okay, er hat jetzt einen Magnet. Wir reden hier über einen Button. auf einem anderen Armatur. Da habe ich auch ganz fett geschrieben, Skandal.
ja, weil ich auch dachte, was ist denn das? Krasser Skandal. Ja. Das ist so, weiß ich nicht, ich habe mal Aufkleber von Subway im Auto. Und mit diesem Skandal verabschieden wir uns für heute und sehen uns morgen wieder zu Kapitel und Türchen 23. Auf Wiedersehen. Eine Rotz- und Wasserproduktion.